Hallo, herzlich willkommen zu dieser Playlist über Zahlenmengen. Und also gucken wir uns erstmal die Aufgabe, die hier steht, an. Sieh dir die folgenden Zahlen an. Ein Drittel, 7 und minus 15. Zu welcher dieser Zahlenmengen gehören sie? Okay, gucken wir mal. Also welche Zahlenmengen stehen hier? Hier stehen einmal die natürlichen Zahlen. Die natürlichen Zahlen, was sind das? Das sind, also die beginnen bei 0, 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Das sind praktisch die Zahlen, die ganz natürlich beim Zählen vorkommen. Also zwei Äpfel, drei Birnen, 0 kommt natürlich auch so beim Zählen vor. Und die bezeichnet man auch mit N. Also das N hat so einen doppelten Strich. Und dann die zweite Menge, das sind die ganzen Zahlen. Und die ganzen Zahlen, da geht es jetzt auch in die Negativen. Das heißt, das sind diese Zahlen plus noch die negativen Zahlen, also minus 1, minus 2, minus 3 und so weiter. Und also da hat man auch so einen Buchstaben dafür erfunden und der heißt Z, also auch so ein doppelter Strich in der Mitte. Z sind die ganzen Zahlen. Und dann geht es weiter, die rationalen Zahlen, die ergeben sich wieder aus diesen Zahlenmengen. Und zwar, indem man noch erlaubt, Zahlen durch andere zu teilen, also ganze Zahlen durch andere ganze Zahlen. Also zum Beispiel 1 durch 2 oder minus 3 durch 4. Das sind praktisch Brüche und die heißen rationale Zahlen. Also alles, was ich in der Form schreiben kann, m durch n, wobei m und n ganze Zahlen sind, sind rationale Zahlen und auch dafür hat man so einen Buchstaben und das ist Q. Also hier auch wieder doppelt gestrichen. Und ja, dann gibt es aber noch mehr Zahlen. Und zwar, es gibt Zahlen, die man nicht als Bruch schreiben kann. Und ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt. Also das sind auch Zahlen, die eigentlich in der Natur vorkommen. Zum Beispiel ist es die Kreiszahl Pi. Also Pi ist irgendwie 3,14 und so weiter bis unendlich. Also es hat unendlich viele Stellen und man kann es eben nicht als Bruch schreiben. Des Weiteren gibt es die Zahl e, das ist irgendwie 2,7 irgendwas. Und also die Zahl e ist auch, also hat unendlich viele Stellen und man kann sie nicht als Bruch schreiben. Und desgleichen, also gehört zu den irrationalen Zahlen auch zum Beispiel Wurzel 2. Und also hier, diese Mengen haben wir gesehen, die ergeben sich auseinander aus den natürlichen Zahlen. Also mit den natürlichen Zahlen bildet man die ganzen Zahlen, indem man einfach ein Minuszeichen dazu bringt. Oder von den ganzen Zahlen kommt man zu den rationalen Zahlen, indem man die ganzen Zahlen durcheinander teilt. Und die irrationalen Zahlen, die sind aber wirklich getrennt, eine getrennte Menge. Das heißt, diese Mengen haben nichts miteinander zu tun. Wenn eine Zahl natürlich, ganz oder rational ist, dann ist sie auf alle Fälle nicht irrational und umgekehrt. Aber und diese Menge der irrationalen Zahlen hat auch nicht so einen wirklich, ja, einprägsamen Namen, der oft verwendet wird. Also ich denke, man bezeichnet sie vielleicht mit I, machen wir das auch mal mit doppeltem Strich, aber ich habe I nicht sehr häufig in Verwendung gesehen. Aber die reellen Zahlen, das sind dann beide zusammen, also Q und I zusammen ergeben eine große Menge der reellen Zahlen und die hat dann wieder einen wichtigen Buchstaben, der sehr oft vorkommt. Also dieser Buchstabe R doppelt gestrichen. Und also das mag jetzt ein bisschen komisch erscheinen, dass wir über reelle Zahlen reden, weil man denkt, ja, das, was ich jetzt aufgeschrieben habe, sind ja eigentlich alle Zahlen, die es gibt, aber so ist es nicht. Also es gibt durchaus noch andere Zahlen, die man später in der Mathematik dann vielleicht kennenlernen wird und wo man dann sehen wird, okay, also R ist wirklich, ja, eine Grundmenge von Zahlen und es ist nicht richtig zu sagen, alle Zahlen sind reelle Zahlen. Es gibt noch mehr. Und jetzt kommen wir zur Aufgabe und gucken uns die an. Also versuchen wir die mal zu lösen und nehmen als erstes ein Drittel. 1 durch 3. Gut, also was ist ein Drittel? Ein Drittel, ist es eine natürliche Zahl? Nein, sicher nicht. Eine ganze Zahl, also ist es auch nicht. Aber was es ist eine rationale Zahl,
Also, es ist rational. Und damit ist es auch reell. Also eine rationale und eine reelle Zahl ist das. Okay, haben wir diese Aufgabe gelöst. Jetzt gucken wir die nächste Zahl an. 7. Nehme ich mal eine andere Farbe hier. Also 7. Okay, das ist noch einfacher. 7 ist eine natürliche Zahl. Also natürlich. Es ist außerdem eine ganze Zahl. Und es ist auch eine rationale Zahl. Denn ich kann 7 einfach als Bruch schreiben. 7 durch 1 ist gleich 7. Bei der Frage, was eine rationale Zahl ist, kann man auch fragen, was, also ist 0 eine rationale Zahl? 0 ist natürlich auch eine rationale Zahl. Denn 0 ist eben zum Beispiel auch gleich 0 durch 1. Und es ist sogar gleich 0 durch 7 ist immer noch 0. Also man kann 0 durch jede Zahl teilen und es ergibt immer noch 0. Also es, so sieht man, dass 0 auch eine rationale Zahl ist. Okay, gehen wir zur nächsten Aufgabe. Minus 15. Nehme ich jetzt wieder eine andere Farbe. Also minus 15. Und okay, eine natürliche Zahl ist es jetzt nicht mehr. Es ist nämlich eine negative Zahl, aber es ist noch eine ganze Zahl. Und damit ist es auch eine rationale Zahl und auch eine reelle Zahl. Was habe ich hier noch vergessen? Also natürlich ist 7 auch eine reelle Zahl. Gut, damit sind wir am Ende dieses Videos und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Okay, tschüss.